Hallo. Thank you.
Satelliten gebaut für nochmal 12 Millionen Passagiere im Jahr. Genau da für die Großraumflugzeuge, die sind noch gar nicht schlimm, sind der Golfkrieg 1990, 91. Das ganze Geld für die Schlunge weltweit war kein Geld mehr da für die Zukunft. Sechster Schieb eingebaut, 4 Grad nach hinten geneigt, das muss so sein wegen den Radarstrahlen. Das wird die Fluglotsen im Trauer durchdrehen. Die hätte anstelle von 12, 15 Flugzeugen auf ihren Monitoren von 25, 30 Geister oder Phantomflugzeuge. Deshalb werden hier die Radarstrahle gebrochen, nicht reflektiert. Eingebunden sind riesengroße Wassertanks, da wird Regenwasser gesammelt und im Sommer, wenn es nicht so regnet wie jetzt, wird vom Fluss Main Wasser hinzugemischt, wird Weichstufen und das Trinkwasser aufbereitet, wird für die sanitären Anlage, für die Sprinkleranlage und für die Klimaanlage benutzt. Also kein Frischwasser wird da vergeudet, eine Trinkwasseranlage. Also 8 Gebäudepositionen direkt vor Ort, direkt am Gebäude festhalten können und dann nochmal 18 Vorfeldpositionen. Dann sieht jetzt hier links und rechts. Vormittag steht hier alles drin. Der hier rechts wird in Hamburg in Deutschland zusammengebaut, der Airbus 321. So, bei der übernächsten Maschine, das sehen wir, alle Koffer aufgereiht in meinem Leben, die am Boden bei der Lufthansa landet, eine Gepäckidentifikation. Jeder Fluggast, der jetzt hier kommt mit dieser Maschine, wird mit Kunden angebracht, damit sie aussteigen. Sie müssen der Lademann sagen, das ist mein Koffer, das ist mein Koffer, erst dann wird das Ding eingeladen. Wenn das vergessen wird oder keine Lust hat, die hat dann eben Pech gehabt, dann packt man Koffer hier raus, hier ist man in eine Simulationskammer. Wenn er auf Sprengstoff oder ähnliches versucht, wird dann erst nachgeschickt. Das kann aber 5-6 Tage dauern, bis man seine frischen Sachen hat. Also wie gesagt, das ist jedes Mal ein Problem, dass wir am Tag 60-65 fahren, was Befürchtung ist. Hier die Air Volgograd, das ist jetzt der Weltmeister im Weitflug. Nicht die Air Volgograd, sondern das Flugzeug, das ist der Airbus 340. Da kann man, wenn er ganz vollgetankt wird, hier in Frankfurt abheben. Nach New York über die Freiheitsstatue, 2-3 Runden drehen, wieder zurück. Sonst noch 15.000 Kilometer schafft er. Weil letztes Jahr 120.000 D-Mark für unser eigenes Flugboot bezahlen müssen. Und die Amerikaner ziehen jetzt hier ab. Da sind nur noch 500 Mann da. Und da bekommen wir wieder viel Verletzung. Und da drüben wird auch gebaut, das neue Kraftwerk. Mal nicht nach rechts. Der kleine, der große wiegt über 40 Tonnen und fährt 145 Stundenkilometer kurz. Hier rechts die Lufthansa-Maschine. Das ist die 747-400 Ausführung. Oben der Abfahrt der Hubel erstreckt sich über die Hälfte der Maschine und die Achse ist endlich nach oben abgewickelt. 650 Personen maximal. Die Lufthansa-Maschine nimmt 120.000 PS. Und kann maximal 630 Leute mitnehmen, wenn sie eng gestuft sind. Wenn der ganz vollgetankt werden würde, Airbus wird mal zur Weißlung gehen. Und der nächste ist wieder der große Titel, die 400er Traktor ist jetzt nach oben abgewinkelt. Das Ding ist 1,80 Meter hoch. Nicht so im Sinne der Umwelt, dass die Luftverkehrsgesellschaft, egal wie die jetzt heißt, die Dinger laufen lassen, was man da jetzt gehört hat. Dann wird die FAG bieten, ein Stromversorgungssystem an 400 Hertz-Anlagen, da muss man das nicht laufen lassen. Aber es ist scheinbar billiger für die Luftverkehrsgesellschaft, das Ding laufen zu lassen und der Strom anzunehmen. Wenn alles sehr eng ist, können wir vielleicht 160 Flugzeuge gleichzeitig hier abfertigen. Na gut, abfertigen nicht, ist so möglich, so viele Leute haben wir nicht. Aber praktisch sind es so viele. Und davon sind nur 50 direkt an den Gebäuden, an den Terminals, die hier rechts stehen. Die anderen sind Vorfeldpositionen. Die stehen dann irgendwo im Geländebereich wie hier vorne links. Sehr interessantes Gebäude. Komm mal, ist das so.
Nee. Die Lufthansa erzählt, man von zu Hause hat alles, was sie brauchen, um ihre Leute weiterzubilden und zu schulen. Den gibt es immer da drüben und die Kapitäne zweimal im Jahr durchhalten. Florida, FR, ein Schicht und zwei Tage. Wait. Herr Schick. Kann ich den mitnehmen? Wenn er nicht verkauft wird, oder wenn er abgeholt wird, wenn er versteige, ich habe schon zwei Stück gewonnen davon. Ja. Aber ich habe kein Geld, um das Ding zurückzulassen. Das wird sich schon unterbringen. Ich habe hier recht, das ist die größte Flugzeugwartungshalle der Welt, steht im Guinness Buch der Rekorde. Ohne Stützkosten, ohne Stützpfeiler drin. Die ganze Halterung für diese Halle ist links und rechts prominent funktioniert. 10.000 Tonnen auf jeder Seite oben. Ohne Stützkosten, ohne Stützpfeiler. 6 von den größten Jumbo-Jets, 747 Jumbos, passen da gleichzeitig rein. Oder 14 kleinere. Wenn man eine Partyfeier mit 100.000 Gästen oder 4 Fußballspiele könnten da auf einmal ausgetragen werden, für den Platz für die Zuschauer ausmachen. Von der Fläche her passt der Pariser Eiffelturm aufladen, abschrauben, umlegen, weg wie er. Lufthansa hat eine Satzhalle angemeldet. Jetzt muss ich Nummer sehen, Nummer 7, das ist wieder eine kleine. Hat nur 3 Achsen. Oben die Kanone, wo der Hund drauf ist, kann er bis zu 75 Meter weit schießen. 8.000 sind immer seine Beine. Müssen wir gucken, ob die Autos noch da stehen? Ja, die stehen noch da. Die ganz neuen BMWs, Cabriolets stehen hier. Nein. Das ist jetzt der Prachtbereich. Pracht ist alles. Da vorne steht auch ein roter Ferrari. Der Inhaber hat einen roten Ferrari. Pracht ist alles, was man sich vorstellen kann. Genau geradeaus. Der rote Arm da vorne kann er sehen. Das ist die Waschstraße auf die Höhenflugzeug. Eine Frage. Gott sei Dank noch keine Abstöße oder sowas hier. Schade. Moin. So, nach Frachtdorf kommen und liegen wir hier in Europa an erster Stelle. Weltweit ist es auf jeder Platz mit 1,3 Millionen Tonnen Fracht. Fracht ist alles, was da reingeht in die Kiste, wenn transportiert. Der Rest, verboten. Aber da vorne sind sie noch da. Dunkelblaue und hellblaue Porsche. Da ist ein Mintgrüne da vorne, aber ich höre die Haube auf. Terminatoren. Ganz neue Maschinen gibt es noch nicht auf und Max bindet die Augen nicht. Ein blaue Porsche, der geht nach Stuttgart. Nur da vom Steigen, der rote geht nach Stuttgart. Der wird beschenkt. Ja. So, hier dann ja. Eine Frachtmaschine hat vorne die Nase geöffnet. Wurde doch lauter. Moment. Hier rum steht 1,3 Millionen Tonnen Fracht, ungefähr 800.000 Tonnen allein. Der Rest macht wie die FAG. Wait. Das ist hier eine Frachtmaschine hier vorne. Die hier hat vier Passagiere transportiert, hier vorne rechts, die von der Sanitätsstelle noch sind. Jetzt ist jetzt die Elle, jetzt fliegt wieder die Fracht durch die Gegend, kann die Schnauze nicht öffnen, wenn nur durch diese Seitüren fliehen und entladen. Sehr wichtig ist der Geldunterstellbock da hinten am Heck des Fahrzeuges, des Flugzeuges. Denn das Flugzeug wiegt ungefähr, wenn sie leer ist, 170, 180 Tonnen. Kann immer passieren, wenn sie verkehrt beladen wird, also wenn die Leute in die Stelle beladen und vorne, dann sagt sie nach hinten ab. Stadtbahn West fahren wir nicht wieder, sonst kriegen wir den Landung nicht mit. Die Stadtbahn West ist genau geradeaus. Nur für Start und dann kein Flieger dann. Nur für Start und nur in die Richtung, wo wir jetzt fahren. Diese Richtung wird gestattet, keine Landung über 11 Jahre im Leben. So,
Und das ist jetzt über 300 Stundenkilometer schnell im Landeanflug, rechts 747. Abstand. So, was der jetzt kostet, wenn er landet, sind ungefähr 6.500 DM Landegebühr. Wow. Wenn die Maschine jetzt aufsetzt, da quanzt jetzt gewaltig an den Reifen, das werden wir jetzt gleich sehen. Gut. Das wird den Reifen, die fast gleichmäßig aufsetzen. Die Reifen, die stehen in der Luft, werden nicht angetrieben, ist technisch nicht machbar. Die werden also innerhalb von Bruchteil einer Sekunde von 0 auf ca. 82 Stundenkilometer beschleunigt, werden kurzzeitig an die 350 Grad heiß. Wenn da normale Luft drin wäre wie bei den Autoreifen, würde der Turbo explodieren. Wenn es vielleicht starten, dann bleiben wir noch einen Augenblick mal stehen hier, mal gucken. Diese kleinen Privatdinger werden nicht gerne gesehen, auf keine großen Flughäfen. Jetzt in der ruhigen Zeit geht es, aber während der Sommersaison sind vielleicht welche 3, 4 Leute, die da drin sitzen, spazieren fliegen. Vielleicht 5, 6, 7 andere Leute warten, dass der Ausflug in der zweite Gruppe ist, dann verdient es nichts an diesem Kind. Kapitän, ich bin das ist der einzige Mensch auf der Welt, der Landebahnbeschleunigung beantragen kann. Sag mal, ist das auch jetzt mal? Ja, wenn der Kapitän merkt, dass er Probleme hat, Fahrwerksart oder Boden oder sowas, dann kann man eventuell, so weit bei Fahrwerksart, der Kapitän will jetzt einmal die Landebahn beschleunigt werden hier in Frankfurt, vielleicht 7, 8 Mal im Jahr gemacht. Über Schaum gelegt, ja. Über 10 cm tief. So, der muss also voll bezahlen hier, weil er laut ist, nicht so im Sinne der Umwelt, die leiseren, die anderen, die fast alle hier umstehen, die sind die kleinen hier, voller Hauptverlaut. Die großen müssen alle Mäßigung. Ein Drittel weniger. Hier die Turbolab, nein, die Erlösung mit dem Messer von der 76, sieht ein bisschen gespenstisch aus. Die haben nur einen Nachteil, sie liegen nur 518 Meter weit auseinander. Wir müssen mindestens das Doppelte haben, um gleichzeitig starten und landen zu können. So geht es bei uns im Reißverschluss. Für uns sind die gefährlichen Wirbelschwerbinder, die jedes Flugzeug in den Arm durchschneiden. Ich wollte schon mal die Turbine reingegriffen, als die das packt keine da reinzugreifen, denn nur reingreifen ist Langzeit, wenn man reingezogen. Cool. Du guckst zu viel Fernsehen, das war's nicht. Komm weg. Der Ball an den Drehbalken ist, da werden die Strahlen normalerweise hinten rausgehen, nach vorne oben geleitet. Da bleibt die Maschine recht schnell stehen, noch mit Hilfe der ABS-Bremsen und die verlassen dann über die Schnellabrollwege die den Fluglotsen, die sitzen da jetzt rechts in dem Tower, der ist 70 Meter hoch. Die 6 Fluglotsen, die alles unter Kontrolle haben, nur die An- und Abfliegende, unmittelbar starten und landende, die in der Anflugkontrolle sitzen, der dritten Ebene, das sind bei 15 Fluglotsen. Also was er macht, ist verboten. Nicht auf die durchgezogene gelbe Leitlinie. Aha, da arbeitet ja. Warum haben wir jetzt die Tür zugemacht? Überlege mal. Erstens wissen wir es noch. Erstmal hier startet die Locke Tristar nach Amerika. So, Fahrwerk eingeglast und weg. Jetzt landen wir wieder in 8 oder 10 Stunden irgendwo in Amerika. Ja, die Deutschen haben die aber voll mit. Komm mit. Nein. Hier können wir jetzt vergleichen, die Flugzeuge, die erste Lufthansa-Maschine hier hat die kurzen, dicken Triebwerke und die nächsten zwei hat die älteren Triebwerke.
Und hier mit älteren Triebwerken müssen, wie gesagt, voll bezahlen wir. Die Leistungen bekommen einen Rabatt. Damit wollen wir, die FAG als Betreiber für den Frankfurter Flughafen, die Luftverkehrsgesellschaft zu bringen, um zu rüsten, um zu steigen. Auf Gleise oder Flugzeugtypen. Stadt der Kiste. Da ist die Gauder drin. Das ist ungefähr 260 schnell, wo wir jetzt hochgehen. Ja, die Stadt- und Landebahnen müssen auch im Winter von Schnee und Eis freigehalten werden. Da haben wir extra einen internen Winterdienst, da sind ca. 200 Leute auf zwischen 2,5 und maximal 3,5 Liter pro Kopf auf 100 Kilometer. Die Wellermaschinen sind leiser, sie sind auch wesentlich schneller hoch. Da hinten ist ein Jumbolino, wo jetzt rechts gelandet ist. Leiseste, umweltfreundlichste Maschine, die es gibt. 85 Personen passen da rein in das kleine Ding. Diesen Zubringerflugzeug, das liegt jetzt kleinere Städte an. Der Cargo, oder? Ja, der Cargo ist geladen, das ist jetzt die Via, glaube ich, oder? Ja. 100.000 PS, maximale Abfluggewicht, wenn sie ganz vollgetankt wäre, ist sie ja dann ungefähr 370 Tonnen. Thank you.
Platz. Weil wir hier im 4 sind. Hier stinkt nach Hamburg. Zug fährt ab. Bitte festhalten. Train depart. Ring sound off. Nächster Halt, Schande 1. Lukas-Bereich für A, B und C. Cool. Das ist eine gute Idee. Ja. Next stop, Terminal 1. Concorde A, B und C. Kennst du den Weg zurück?